So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen am Freitag, kurz vor dem Wochenende, mal wieder zum Thema Gold und Silber. Wahrscheinlich sitzen Sie alle daheim und essen Ihr Steak, das gerade mit Gold beträufelt worden ist, um den ganzen Goldpreis ein bisschen anzukurbeln. Müsst ihr eigentlich Franck Ribéry wünschen, dass er jeden Tag in so ein Restaurant geht und jeden Tag das Gold quasi weg ist. Allerdings bei Blattgold wird es dann doch ein bisschen schwierig, dass der Goldmarkt darauf reagiert. Haben Sie sich so grundsätzlich überhaupt jemals, und ich glaube, so die Alten, das klingt ein bisschen komisch, aber die schon länger dabei sind, die alten Goldfüchse, würde ich sagen, aber Gott, ein bisschen vorsichtig. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie der Goldpreis überhaupt zustande kommt? Also wie gesagt, einige werden es natürlich jetzt fragen, die Frage, boah. Aber ganz im Ernst, wie kommt dieser Goldpreis hier? Also der ja leider nicht, aber der hier. Wie kommen die zustande? Also normalerweise würde man ja sagen, ein Preis, Angebot und Nachfrage, oder? Logisch, so lernt man das. Erste Stunde Volkswirtschaft, Angebot und Nachfrage bestimmen den Kurs. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir alle, also Sie und alle anderen 500.000 Zuschauer, gehen jetzt zum Goldhändler Ihrer Wahl, das heißt zu ProAurum, Degussa, Heubach, Silberkörner, wie sie alle heißen, gehen dahin und jeder kauft eine Unze Krügerrand. Dann würden wir 500.000 Unzen auf dem Markt kaufen. Würde sich der Preis verändern? Nee, weil das ist ja ein computergestützter Preis. Den würde überhaupt keiner mit. Es würde ja keiner. Also dieser Preis würde überhaupt nicht mitbekommen, dass wir alle jetzt gerade Gold kaufen. Dann würden Sie sagen, okay, das war beim Händler. Aber wenn der Händler jetzt seinerseits kauft, ja, wahrscheinlich über einen Zwischenhändler, lassen wir den mal raus, um es ein bisschen einfach zu machen. Der Händler kauft bei der Prägeanstalt. Dann müsste doch der Preis hochgehen. Aber das gibt doch auch wieder dieser Preis, der an der Comex generiert wird. Da bekommt doch überhaupt keiner mit, wenn mein Händler, zum Beispiel Degussa, ProAurum, ich muss mir noch mal mehr ausfallen lassen, das irgendwann heißt, ich betreibe hier Schleichwerbung, dass dieser Händler bei der Prägeanstalt kauft. Das bekommt doch hier auch wieder keiner mit. Also Angebot und Nachfrage sind doch komplett irrelevant im Prinzip für diesen Preis, der hier stattfindet auf den ersten Blick. Das heißt im Prinzip, dieser Preis wird durch Derivatehandel im Prinzip bestimmt in Amerika, alles über diesen Planeten, also jeder kann ja diesen Comex Future handeln und so wird der Preis bestimmt. Wieso genau, und das ist echt eine ernst gemeinte Frage, die sich jeder mal durch den Kopf gehen lassen sollte, wieso genau richten sich denn alle Prägeanstalten, alle Händler dann nach diesem Preis, der aber eigentlich überhaupt nicht durch das physische Angebot und die physische Nachfrage zustande kommt? Das ist eine rhetorische Frage, da kann Ihnen keiner, glaube ich, wirklich eine Antwort geben. Das heißt, okay, wir haben, also der Marktpreis, oder das, was auf dem Markt geschieht, was Sie kaufen, was jemand anders kauft, ist anders als bei einer Aktie. Wenn wir uns alle sagen würden, wir kaufen jetzt alle den und den Wert, dann würde höher Nachfrage kommen, der Aktienkurs würde steigen bis zu einem gewissen Punkt. Dann würden natürlich auch Händler gegen uns spekulieren. Aber erstmal würde die höhere Nachfrage zu einem höheren Preis sorgen. Und bei Gold ist es nicht so. Das ist nicht so, dass wenn Sie und ich und alle jetzt hergehen und kaufen einen Krügerrand, dass dann dieser Preis steigen würde. Und das ist doch eigentlich paradox. Und paradox wird es dann, wenn Ihnen erzählt wird, dass zum Beispiel der Wertzuwachs bei Xetra Gold dafür verantwortlich gewesen ist, dass der Preis für Gold steigt. Also es ist die Nachfrage nach Xetra Gold ist gestiegen, hat Xetra Gold über einen Händler Gold gekauft und deshalb ist der Goldpreis gestiegen. Ich frage mich, wie soll dieser Goldpreis, der an der Comex generiert wird, wie soll der überhaupt wissen, dass Xetra Gold bei einem Händler Gold kauft? Denken Sie mal drüber nach. So, das war ein längerer Auftakt, einfach mal mit einer neuen Einleitung, mal was anderes zu sagen. Jetzt kommen wir zum Goldpreis aktuell. Der sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Wir haben ein kurzfristiges Bild, 1300 war so dieser Deckel drauf, jetzt sind wir kurz angelaufen, die 1300, das ist mal abgeprallt. Kurzfristig ist nach unten wichtig, die Marke von 1280, die Bitte hat ganz gut Halt geboten in letzter Zeit. Und jetzt sollen natürlich alle so ein bisschen hoffen, dass wir nach oben ausbrechen. Aber achten Sie nicht auf Gold alleine, obwohl Gold alleine wirklich ein schönes Chartbild ist. Sie sehen hier 200-Tage-Linie genommen, nochmal kurz auf die 200-Tage-Linie zurückgesetzt, dann nach oben rausgezogen. Auch wenn uns Gold alleine ein sehr schönes Chartbild gibt, es ist leider so, dass wir bei Silber diesen Ausbruch noch nicht bestätigt haben. Wir haben auch bei Silber einen sehr, sehr schönen Anstieg gehabt, wir haben auch die 200-Tage-Linie genommen, aber diese Marke, die bei Silber, das ist im Prinzip diese 16-Dollar-Marke, 16,10, 16,20, da müssen wir durch und die haben wir noch nicht mal angegriffen. Also es ist noch ein bisschen indifferentes Chartbild, das wir sehen. Auf der einen Seite Gold, was wirklich gut ausschaut und auf der anderen Seite Silber, was noch nicht so gut ausschaut. Und auch die Minenaktien haben wohl keinen Chart dabei, aber wenn Sie sich den GDX anschauen, der hat die 22,30, was so der Schlüsselwiderstand nach oben wäre, noch nicht überwunden, auch noch nicht mal angegriffen. Wir hängen also irgendwo so bei 21,50, 21,60 ist momentan Schluss. Solange diese beiden
Silber und Minen noch nicht mitziehen, können wir auch noch nicht wirklich in Warnung geben. Ja, es ist richtig, wir haben sehr viele Widerstände, die wichtig waren, aus dem Markt genommen bei Gold. Wir haben die 200-Tage-Linie genommen, wir haben bei Gold die 1240, 1267, 1287 aus dem Markt genommen. Aber wie gesagt, hier bei Silber, oh, hoffentlich muss ich bald einen neuen Fernseher kaufen. Bei Silber haben wir es eben noch nicht geschafft, nach oben auszubrechen und auch bei den Minen noch nicht. Von daher mahne ich, trotzdem, dass wir sehr viele Widerstände rausgenommen haben bei Gold, nach wie vor ein bisschen zur Vorsicht, ob es das denn wirklich schon gewesen ist. Barrick Gold war einiges los gewesen. Der neue CEO hat sich zu Wort gemeldet von Barrick Gold und hat gesagt, also Mark Bristow hat gesagt, ey, wir sind ein kanadischer Konzern und wir brauchen mehr Assets in Kanada. Und da fragt sich natürlich jeder, was sind denn diese Assets, die man brauchen könnte in Kanada? Wir haben in dieser Ausgabe vom Aktionär, also vom Printmagazin, einen größeren Artikel drin, wo das alles ein bisschen aufgeschlüsselt ist. Einer der Übernahmekandidaten ist sicherlich auch mit noch einigen Problemen belastet, aber von der Größe her würde es reinpassen, ist sicherlich Detour Gold. Also es gibt schon einiges, aber es gibt nicht wahnsinnig viele Projekte, die wirklich den Anforderungen von Barrick Gold, die hätten ganz gerne am liebsten ein Tier-1-Project, das 500.000 Unzen pro Jahr produzieren kann, oder halt ein Tier-2-Project, das 300.000 Unzen. Da müssen Sie erstmal in Kanada umschauen, da gibt es nicht so wahnsinnig viele Projekte, die dieses Anforderungsprofil dann auch erfüllen würden. Die Aktie ist ein bisschen zurückgekommen, haben wir auch darüber gesprochen. Es ging ein bisschen darum, dass Vorverkäufe natürlich eingesetzt haben zum Anfang des Jahres, weil eben sehr viele nach dieser Fusion oder nach dieser Übernahme von Randgold beide Aktien im Depot haben, das verschmolzen ist zu einer Position und diese eine Position dann wahrscheinlich zu groß gewesen ist. Charttechnisch ist zumindest ein bisschen angeschlagen, also ein bisschen tiefer gefallen, als wir eigentlich hätten fallen sollen. Aber Sie sehen es ja selbst, so grundsätzlich ist es schon noch in Ordnung, aber so langsam sollte dann auch mal wieder ein bisschen Kaufpower aufkommen bei Barrick Gold, um das Chartbild nicht wesentlich stärker einzutrüben. Da müssten wir eben mit Fibonacci-Levels arbeiten, wo denn unsere Wendepunkte liegen, aber das machen wir nächste Sendung, falls es dann wirklich so weit kommt. Eine Aktie, die positiv überrascht hat, ist K92 auf Deutsch. Eine Aktie, die wir schon sehr, sehr lange hier in der Sendung begleiten, die auch durch eine schwierige Zeit gegangen ist. Was ist passiert bei K92? Man hat eine UPA ausgebracht. Für was steht das U? Also das U, ganz einfach, für Updated PEA, also eine normale PEA, die abgedatet worden ist. Es geht nämlich darum, dass die bestehende Anlage ausgebaut wird. Das ist nicht der Bau einer neuen Anlage, sondern die bestehende Anlage soll ausgebaut werden. Das ergibt übrigens auch diesen sehr, sehr auf den ersten Blick wahnsinnig hohen IRR, also Internal Rate of Return von 350%, was natürlich wahnsinnig gut ist, aber es ist eben ein abgedatete PEA, beziehungsweise es ist ein abgedatetes Projekt oder ein ausgebautes Projekt und kein Neubau. Das erklärt auch, wieso wir relativ wenig Geld brauchen, um dieses Projekt auszubauen. Wir brauchen ungefähr 14 Millionen Dollar. Das Ganze kann laut CEO aus dem Cashflow erwirtschaftet werden. Ich glaube trotzdem, dass es ratsam wäre, wenn K92 ein bisschen Kapital aufnehmen würde, um eben auch gleichzeitig die Exploration ein bisschen voranzutreiben. Denn man will auf 5 Millionen Unzen oder so, das ist das unter vorgehaltener Hand, auf unserem Projekt lagern so ungefähr 5 Millionen Unzen. Kann man noch nicht wissen, meiner Meinung nach, aber es könnte durchaus auch ein bisschen mehr sein. Es ist auch so ein größeres Zeichen dann ganz gerne in der Produktion, in der Präsentation drin. Also mit diesem abgedateten Projekt könnte die Produktion auf 120.000 Unzen pro Jahr warten, momentan steigen. Momentan stehen wir ungefähr bei 45.000 Unzen, die K92 pro Jahr produziert. Und die All-in Sustaining Cost, logisch höhere Produktion, die Kosten fallen auf 615 Dollar je Unze. Ist eigentlich ein No-Brainer, hat auch schon angefangen. Es gibt noch keinen formellen Beschluss des Boards, dass das auch wirklich ausgebaut wird, aber im Prinzip dort ist alles darauf hin. Das Camp wird schon ausgebaut und es wurde noch mehr Mining-Equipment, also so ein bisschen Laster und was man so braucht, geordert. Also es deutet alles darauf hin, dass es machen. Meiner Meinung nach auch ein No-Brainer für 14 Millionen, die Produktion mehr als zu verdoppeln, muss man eigentlich machen. Die Aktie im Einjahreschart hat sehr schön darauf reagiert und Sie sehen auch, wir sind jetzt ausgebrochen, auch wenn es der Euro-Chart ist, auch im Kan-Dollar-Chart sind wir ausgebrochen und wer will, und das würde ich wahrscheinlich tun, kann diese Position prozyklisch ausbauen. Es gab einige Analystenstudien, Macquarie zum Beispiel hat das Kursziel angehoben. Man sagt, die Aktie sollte ungefähr auf über 2,60 Dollar steigen. Das ist ein ordentliches Kursziel, wenn man bedenkt, dass wir in Kan-Dollar jetzt gerade mal die 1-Dollar-Marke überwunden haben. Aber man braucht ein bisschen Fantasie, um sich das vorzustellen, dass das tatsächlich passiert. Aber unmöglich ist es, glaube ich, nicht. Also man hat jetzt, glaube ich, so eine Market Cap von nicht mal 200 Millionen. Warum soll eine Aktie, die profitabel 120.000 Unzen pro Jahr produzieren kann, nicht auf 400 Millionen Dollar gehen?
Ich glaube, es ist durchaus realistisch, wenngleich mir ist es ein bisschen zu viel Euphorie oder Hype oder zu viel Optimismus. Ich sehe, was ganz gerne Schritt für Schritt entwickelt. Aber wie gesagt, übrigens, Bauzeit würde ungefähr 12 Monate betragen für das Projekt, also auch überschaubar. So, Kirkland Lake müssen wir kurz drüber sprechen. Blockbusting Results gebracht, mal wieder Rekordquartal gebracht. Ganz, ganz stark. Fosterville läuft wie geschnitten Brot die Mine und die Aktie, sehen Sie selbst, läuft auch und es ist irgendwie auch kein Ende wirklich in Sicht. Billig ist das Teil nicht mehr. Billig ist das Teil bei Weitem nicht mehr, aber es ist eine Cash-Machine. Eine Aktie habe ich noch dabei, Teranga Gold, da müssen wir auch ganz kurz drüber sprechen. Sie ist ein bisschen angestiegen. Man hat auch Zahlen jetzt, also Produktionszahlen, die Finanzzahlen kommen bei den Goldproduzenten immer später. Jetzt kommen erstmal Produktionszahlen gebracht. Man hat im abgelaufenen Jahr, also 2018, über 245.000 Unzen Gold produziert. 245.000 und ein paar zerquetschte, würde ich sagen, aber ich glaube, das waren 300 irgendwas. Und diese 300 Unzen, wenn jeder von uns hätte, wären wir alle froh, denke ich. Also, man hat die eigene Produktionsprognose, die schon angehoben war, hat man geschlagen. Da war die oberste Rand bei 240.000 Unzen, jetzt haben wir 245.000 Unzen produziert. Die Aktie kommt nicht wirklich in die Gänge und wenn Sie mich fragen, ich kann es Ihnen nicht erklären, mir ist es ein bisschen ein Rätsel, wieso das Papier nicht vorwärts kommt. Eigentlich ist die Aktie nach meinem Empfinden deutlich zu günstig bewertet. Auch diese Aktie würde ich auf dem Niveau kaufen. Zumindest dann, wenn Sie daran glauben, dass der Goldpreis sich weiter nach oben aufmacht, glaube ich, ist das eine der Aktien, die den Markt outperformen kann, weil sie einfach zu günstig ist. So, ich glaube, das war es von meiner Seite. Ich teste vorsichtshalber nochmal. Ja, ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei Ihren goldüberstreuten Steak, das Sie sicherlich gleich gönnen werden. Und wir sehen uns, wenn Sie möchten, nächste Woche wieder um die gleiche Zeit. In dem Sinne, machen Sie es gut. Servus.